Das Thema der heutigen Coffee Lecture ist Data Literacy, Datenkompetenz als Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Volker Schwarze und ich bin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Koordinator in einem Projekt zur Lehrentwicklung im Bereich Data Literacy. Und das Ziel des Vortrags heute ist eigentlich erstmal nur einen allgemeinen Überblick zu geben über Data Literacy, warum Data Literacy wichtig ist, was genau alles dazugehört. Und da das Ganze jetzt auch im Kontext dieser Veranstaltungsreihe zum Forschungsdatenmanagement stattfindet, würde ich da auch gerne nochmal den Bezug zwischen diesen beiden Punkten herstellen wollen. Als allererstes, da es ja um das Thema Data Literacy geht, möchte ich nochmal das Thema Daten und warum Daten überhaupt so wichtig sind für uns mit ansprechen. Und eine häufige Darstellung, wenn es um das Thema Daten geht, ist ja diese Pyramide, also mit den steigenden Daten, Informationen, Wissen, Weisheit. Und was man gleich auf den ersten Blick sieht in der Darstellung, deswegen finde ich die ja so schön, dass Daten eine sehr große Basis bieten für alle diese anderen Begriffe oder mit denen wir uns überhaupt beschäftigen in diesem Kontext. Und damit muss man sich erstmal fragen, was sind Daten? Daten an sich sind erstmal, kommt aus dem lateinischen Datum, was einfach nur heißt, das Gegebene. Das heißt, im Grunde genommen sind Daten etwas Gegebenes, das so existiert. Und das wir erstmal erfassen müssen und das wir dann weiterverarbeiten können in irgendeiner Form. Und damit sieht man schon, dass Daten im Grunde eigentlich nur ein Rohstoff sind. Ja, also wenn man Daten hinterher weiterverarbeitet, zum Beispiel wenn man Kontext hinzufügt, dann kann man zu Informationen kommen oder auch durch Analysen, die man durchführt. Wenn man dann Informationen verknüpft mit anderem Hintergrundwissen, das man hat, kommt man zu Wissen. Und ganz oben ist so ein ganz abstrakter Begriff Weisheit, der ein bisschen schwerer zu definieren ist, wo man meistens sagt, das ist die Anwendung von Wissen zum Beispiel auf neue Sachverhalte. Aber Grundlage für all das sind erstmal die Daten selber. Und auch da ist es schon wieder schwierig, Daten werden oft sehr stark mit Zahlenwerten assoziiert. Das stimmt natürlich in der Form auch nicht ganz, sondern Daten ist ein sehr breiter Begriff. Das können zum Beispiel wirklich objektiv reproduzierbare Ergebnisse von Messungen sein, also dann in der Regel Zahlenwerte oder eben auch die Ausgaben von Simulationen. Es können aber auch aufgezeichnete Wahrnehmungen sein. Das heißt, es können irgendwelche Notizen sein, die ich mir gemacht habe, Bilder, die ich aufgenommen habe, Töne, die ich habe oder Videos. Und in unserer Zeit werden Daten ja auch als ein sehr wertvoller Rohstoff betrachtet. Und deshalb gibt es auch dieses Bild immer wieder, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und so wie früher mal Öl als das schwarze Gold bezeichnet wurde, einfach um diesen Wert darzustellen mit einer Referenz auf einen Wertgegenstand, den man schon kannte, ist es auch hier meistens im Kontext nur damit zu sehen, dass Daten wertvoll sind. Aber wenn man über dieses Gleichnis nachdenkt, kann man das noch wesentlich weiter treiben und Parallelen zwischen Daten und Öl finden. Und deshalb werde ich jetzt mal auch ganz kurz noch ein bisschen auf diesem Bild rumhacken, um so ein paar Parallelen darzustellen. Das eine hatte ich schon gesagt, wie bei Öl auch, ist es so, dass Daten erstmal weiterverarbeitet werden müssen. Ne? Also wenn man einfach nur sehr viel Rohöl zum Beispiel fördern würde, hilft uns das auch noch nicht, sondern im Grunde genommen möchte ich am Ende Produkte haben, wie zum Beispiel Benzin, mit dem ich mein Auto betanken kann. Und genauso ist es auch bei Daten. Mit den rohen Daten an sich kann man in der Regel nicht viel anfangen, sondern man möchte damit hinterher irgendwas machen. Das Zweite, was bei den beiden Sachen ähnlich ist, dass sie sehr vielfältig einsetzbar sind und uns sie so oft im Alltag begegnen, dass wir teilweise gar nicht immer mitbekommen, wo wir alles auf Daten bzw. Öl treffen. Also beim Öl zum Beispiel denkt man nicht jedes Mal, wenn man über eine betonierte Straße geht, dass das jetzt auch ein Rohölprodukt ist. Oder bei Plastik, das ich benutze, bei Kosmetika und so weiter. Und genauso ist es bei Daten ja auch, wenn ich in irgendwelchen Online-Shops zum Beispiel shoppe oder wenn ich Google-Suchen benutze, dann frage ich mich nicht jedes Mal, welche großen Datenmengen im Hintergrund dort verarbeitet werden, sondern das sind erstmal Sachen, die passieren, die sind mir im Alltag sehr nützlich und der Rohstoff dahinter ist mir nicht immer bewusst. Und das Dritte, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass auch der unsachgemäße Umgang und gewisse Probleme, die sich aus dem Umgang mit beiden Sachen ergeben, auch gewisse Parallelen aufweisen. Ja, also wenn man zum Beispiel mit Produkten wie jetzt Benzin zum Beispiel nicht ordnungsgemäß umgeht, dann kann man damit böse Feuer entfachen. Und genau dasselbe haben wir, glaube ich, zumindest auf gesellschaftlicher Ebene immer wieder festgestellt in den letzten Jahren, dass auch falsche Schlussfolgerungen aus Daten oder die absichtlich falsche Verwendung von Daten genau solche Nebeneffekte eben auch haben kann. Das andere ist, dass ein typisches Problem bei Öl ja auch das ungewollte Austreten zum Beispiel ist, ne? Sei das jetzt solche Verpestungen von Stränden zum Beispiel durch Öl. Und genau so ist es natürlich auch, wenn irgendwelche Lecks bei Daten entstehen, haben wir ähnliche Probleme, die da entstehen. Und das müssen nicht immer riesige Mengen sein, das können auch schon einzelne Bilder oder Texte sein,
die Personen Schaden zufügen. Außerdem ist es auch so, dass natürlich die Beseitigung von beiden in irgendeiner Form problematisch ist. Wir produzieren riesige Mengen an Daten jeden Tag mittlerweile. Und an vielen Stellen ist dann immer die Frage, was macht man eigentlich damit? Was macht man, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden? Wie kann man die sicher entsorgen, sodass auch tatsächlich kein Schaden mehr daraus entstehen kann? Und der letzte Punkt wäre noch, dass beides auch, wenn wir damit arbeiten, selbst wenn wir das ordnungsgemäß tun, einen Einfluss auf unsere Umwelt hat. Also selbst wenn ich sehr sicher damit umgehe und sage, ich nutze das Benzin für mein Fahrzeug, betanke das ordnungsgemäß. Alleine, dass ich damit fahre, hat Einfluss zum Beispiel auf das Klima, dadurch, dass CO2 ausgestoßen wird. Und genauso ist es natürlich auch bei Daten, selbst wenn wir Daten sachgemäß benutzen, wenn wir immer mehr davon horten, dann brauchen wir bei den digitalen Daten zumindest Hardware, das verursacht Müll, und zum anderen brauchen wir Energie, womit wir wieder genau bei demselben Problem sind wie beim Benzin, dass wir CO2 erzeugen. Und dass wir damit zum Beispiel Probleme wie den Klimawandel befördern. Was daraus als Konsequenz entsteht als Gesellschaft, ist, dass man einen Konsens braucht, wie man mit beiden Dingen umgehen muss, zum einen. Und zum zweiten ist es so, dass natürlich jeder irgendwie eine gewisse Kompetenz haben muss, damit umzugehen. Und das heißt nicht, dass jeder Experte sein muss. Ja? Nur weil ich mein Auto betanken will, muss ich kein Chemiker sein und genau wissen, wie Rohöl zu Benzin wird. Aber ich sollte mir dessen bewusst sein und zumindest das Wissen besitzen und das Bewusstsein für bestimmte Problematiken besitzen, dass ich eben kompetent damit umgehen kann. Und genau an der Stelle, wenn wir über Daten sprechen, kommt dann die Data Literacy ins Spiel. 2017 gab es dann eine sehr schöne Definition vom Hochschulforum für Digitalisierung. Data Literacy ist die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst einsetzen und hinterfragen zu können. Und dann werden in der Definition auch noch einzelne Einzelkompetenzen aufgeführt. Also es ist ein ganzes Spektrum von Daten erfassen, erkunden, managen, kuratieren, analysieren, visualisieren, bis hin zum Beurteilen und Anwenden am Ende. Und was man an dieser breiten Definition schon sehen kann, ist, dass es keine wirklich richtig eigene Disziplin ist, was viele Leute vermuten, oder dass es vielleicht ein Synonym ist mit Data Science zum Beispiel, sondern es ist eigentlich eine ganz, ganz grundlegende Kompetenz und die kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, je nachdem, wer sie benötigt. Und was man auch sehen kann, ist, dass es sehr große Schnittmengen gibt mit anderen Kompetenzfeldern, die verwandt sind. Also sowas wie Information Literacy, statistische Fähigkeiten, Fähigkeiten zum Umgang mit Visualisierung, entweder selber erstellen oder interpretieren können, gehören aber auch digitale Kompetenzen mit dazu, kritisches Denken, aber auch solche rechtlich-ethischen Bewusstsein, rechtlich-ethisches Bewusstsein, das an der Stelle wichtig ist. Und ich glaube, dass was jedem wahrscheinlich klar ist, wenn man jetzt im wissenschaftlichen Umfeld sich das Ganze betrachtet, wird wahrscheinlich jeder sagen, dass Data Literacy klar wichtig ist. Das ist zum einen dieser aktive Umgang, also Daten erheben war ja schon eines dieser Themen, das mit dabei war, oder auch wenn ich Daten auswerte, dass ich zum Beispiel mit Statistiken vernünftig umgehe. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn ich nicht selber arbeite, sondern wenn ich versuche zu bewerten, was andere Leute erarbeitet haben, also die Erkenntnisse hinterfragen möchte, die ich zum Beispiel in der Literatur finde. Und ganz wichtig, was ich schon gesagt hatte, es ist keine Spezialkompetenz, eben auch nicht wie Data Science oder so, sondern es ist eine Fähigkeit, die im Grunde jede Bürgerin und jeder Bürger braucht, um auch im Alltag mit Daten umzugehen. Und wir werden ja auch mit immer mehr Daten konfrontiert, gerade jetzt in den letzten 1,5 bis 2 Jahren, wo es um die Situation im Zusammenhang mit Corona geht, haben wir unendlich viele Statistiken, die immer wieder vorgelegt werden. Es gibt Wahlumfragen und es gibt irgendwelche Graphen, die auch in Zeitungsberichten oder ähnlichen sind, wo uns einfach gezeigt werden soll, wie bestimmte Zusammenhänge sind. Das heißt, im Grunde kriegen wir Daten vorgesetzt, auch die nicht zwangsläufig aus dem eigenen Fachgebiet stammen, wo wir lernen sollen, ein Verständnis für Situationen zu entwickeln oder irgendwelche Entwicklungen entweder vorherzusehen oder zu verstehen oder Zusammenhänge zu begreifen. Ein anderer Punkt, wo Data Literacy wichtig ist, ist es, Entscheidungen treffen und auch Entscheidungen hinterfragen zu können. Ein ganz triviales und plakatives Beispiel, es fängt schon an der Stelle an, wo ich auf Grundlage von Werbung eine Kaufentscheidung zum Beispiel treffe. Da stehen in der Regel irgendwelche Versprechen drauf, da stehen Punktebewertungen, da stehen irgendwelche Statistiken zu der Wirksamkeit von Produkten und ich muss eigentlich in der Lage sein, diese Daten hinterfragen zu können, um zu verstehen, ob das tatsächlich das passende Produkt ist für mich oder ob es das eben nicht ist.
Und das sind jetzt eher so die Perspektive des Rezipienten, dass man irgendwelche Daten oder Datenanalyseergebnisse vorgesetzt bekommt. Aber am Ende ist es natürlich auch so, dass wir im Alltag ganz aktiv mit Daten umgehen, entweder mit unseren eigenen oder auch mit denen von Freunden zum Beispiel. Und auch da geht es darum, dass ich damit sicher umgehen kann, dass ich weiß, wie sichere ich die Daten vor dem Zugriff anderer und was für Daten gebe ich zum Beispiel auch preis, wenn ich mich einfach nur im Internet bewege. Also ich glaube, wir sind uns an der Stelle alle einig, dass es sehr viele Aspekte bei der Arbeit mit Daten gibt, die sehr wichtig sind. Und von daher wollte ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz ein bisschen darauf eingehen, wie die Wertschöpfung aus Daten überhaupt funktioniert. Also was ich am Anfang schon gesagt hatte, Daten an sich in Form von zum Beispiel Rohdaten, die ich also gerade erhoben habe oder die ich woanders herbekommen habe, sind in der Regel noch nicht wirklich für irgendwas nutzbar. Die sind auch für sich genommen noch nicht zwangsläufig sehr wertvoll, sondern eigentlich möchte ich damit irgendwas tun. Dafür muss ich sie erstmal weiter verarbeiten und in eine Form bringen, wo die zum Beispiel bereinigt sind, wo ich sie in irgendeiner Form filtere, zusammenfasse oder jegliche Schritte ausführe, damit sie für die Anwendung, für die ich sie benutzen möchte, auch nutzbar sind. Die Daten sind schon wertvoller, einfach weil ich sie schneller benutzen kann, um damit Analysen zu machen. Aber an sich, sagen sie mir in der Regel auch noch nicht so viel. Deswegen geht man dann den logischen Schritt weiter und beschäftigt sich mit der Erzeugung von Datenprodukten. Das kann also irgendwelche Statistiken sein, die ich mache, irgendwelche Visualisierungen, also Grafiken, die ich anfertige, einfach um das, was bei der Analyse rausgekommen ist, leichter verständlich zu machen. Und das ist so der Punkt, bei dem die meisten denken, dass man fertig ist mit der Arbeit von Daten und dass das jetzt schon der wertvollste Zustand ist, den wir haben. Aber eigentlich ist der wirklich wichtige Schritt, wenn ich mit Daten arbeite, dass ich zu Erkenntnissen komme, und zwar in der realen Welt irgendwelche Fragen beantworten kann, die ich habe, dass ich irgendwelche Entscheidungen treffen kann oder dass ich Handlungen ableiten kann von dem, was ich da sehe. Und das ist das eigentliche Ziel, wenn ich mit den Daten arbeite. Was man daran sieht, ist, dass der Dreh- und Angelpunkt von Daten eigentlich ja die reale Welt ist. Denn zum einen will ich Schlussfolgerungen ziehen auf die reale Welt, zum anderen erhebe ich Daten natürlich auch aus der realen Welt. Und das mache ich eigentlich nur aus einem Grund, weil die reale Welt so komplex ist, dass ich sie nicht im Gesamten studieren kann in der Regel. Ja, also es ist nicht so einfach möglich, die reale Welt komplett in ihrer Umfänglichkeit zu beobachten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, die mir helfen. Sondern ich versuche, das Ganze zu vereinfachen auf ein Level, mit dem ich umgehen kann. Das heißt, ich suche mir Objekte, die ich untersuchen kann, die zu bestimmten Sachverhalten, Vorgängen oder Objekten in der realen Welt gehören. Ich generiere dazu Daten in verschiedenen Art und Weisen oder beziehe die Daten von irgendwelchen Quellen. Und im nächsten Schritt benutze ich diese Daten dann, um bestimmte Analysen durchzuführen. Ja, die muss ich erst weiterverarbeiten, dann kann ich da meine Analysemethoden auswählen, die zur jeweiligen Datenart natürlich unterschiedlich sind, das Ganze darstellen. Der gesamte Prozess wird auch als Codieren bezeichnet. Und das, was man immer im Hinterkopf behalten muss bei diesem Prozess, ist natürlich, dass ich bei dem Übergang von der realen Welt, die sehr komplex ist, zu der Analyse, einen sehr großen Verlust von Kontext habe. Zum Beispiel, wenn ich eine Umfrage habe, wo ich den Personen Fragen stelle zu ihrer Meinung, dann habe ich am Anfang dieses komplexe Gebilde der persönlichen Meinung einer Person und ich reduziere das im Zweifelsfall auf eine Ja-Nein-Antwort zu einer bestimmten Frage. Dabei weiß ich jetzt gar nicht mehr, was eigentlich noch zu der Meinung dieser Person dazugehört hat, was ich jetzt nicht zwangsläufig mit abgefragt habe. Und das, was ich gesagt habe im nächsten Schritt, ist dann natürlich, ich möchte das Ganze auf die reale Welt übertragen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich Kontext verloren habe, und gar nicht mehr alles weiß, dann macht es die ganze Sache mit der Übertragung auf die reale Welt natürlich schwieriger, denn ich habe die reale Welt abstrahiert, habe nur noch Daten, die sehr vereinfacht sind und kenne nicht mehr den kompletten Kontext dessen, was noch zu den Daten gehört hätte. Und das ist das Problem, das sich auch bei dem Dekodieren, also diese Übertragungsleistung, immer ergibt, wenn ich versuche, Kontext wieder hinzuzufügen, aber die Frage ist, ob ich den hundertprozentig kenne oder einschätzen kann. Deswegen kann an der Stelle eben auch ganz viel solche eigenen Meinungen einfließen, Vorurteile. Ich kann vielleicht die Datenanalyseergebnisse in einem völlig falschen Kontext benutzen und sie fehlinterpretieren im Zweifelsfall. Und was da noch erschwerend dazu kommt, ist, dass in vielen Fällen eben nicht dieselbe Person zwangsläufig alle diesen gesamten Kreislauf durchläuft. Also wenn ich zum Beispiel eine wissenschaftliche Fragestellung habe, dann wird das wahrscheinlich sein. Ich habe eine reale Problemstellung, mache Daten, mache eine Analyse und versuche dann Schlussfolgerungen auf die reale Welt zu ziehen. Aber gerade wenn jemand vielleicht dann einfach nur diese Ergebnisse in einem Zeitungsartikel liest, dann hat er ja eben den ganzen Produktionsprozess der Daten gar nicht mitgemacht, sondern ist tatsächlich nur der Rezipient und kennt nur die Seite von der Analyse,
und versucht daraus Schlussfolgerungen auf die reale Welt zu ziehen. Und das macht es natürlich ungemein schwerer. Das fängt schon damit an, dass es so einfache Probleme gibt, wie entweder absichtlich oder unabsichtlich irreführende Darstellungen, zum Beispiel bei Statistiken, bei der Auswahl von bestimmten Angaben, also zum Beispiel nehme ich Prozentangaben, nehme ich Absolutangaben, benutze ich ein Balkendiagramm oder ein Tortendiagramm, was auch immer, das hat natürlich Einfluss darauf, wie die Analyseergebnisse wahrgenommen werden. Anderer Fakt sind auch einfach nur die Darstellungsformen, wie ich eine Sachverhalt darstelle. Also in dem Comic hier zum Beispiel geht es um die Frage, wenn ich das Wachstum einer Religion zum Beispiel in Prozentangabe hier abbilde, dann ist das so eine zweifelhafte Aussage, weil natürlich immer die Frage ist, was steckt denn dahinter? Wie viele Mitglieder sind das? Das ändert natürlich die Aussage dieses Wertes enorm. Das sind solche vordergründigen Probleme, die man auch relativ schnell analysieren kann für sich selber, weil man natürlich sagen kann, okay, das sehe ich ja in der Datenanalyse, da weiß ich vielleicht auch, wo Fallstricke existieren können. Was viel schwerer zu hinterfragen ist, wenn ich nicht genau weiß, was die Analyse mir eigentlich sagen will. Also sagen wir mal, die Abbildungen sehen alle gut aus, das sieht alles wissenschaftlich soweit sauber aus, aber im Grunde genommen muss ich in vielen Fällen erstmal gucken, was für eine Datengrundlage ist eigentlich dahinter? Was für Analysen wurden denn genau durchgeführt? Das heißt, ich brauche am Ende für diesen Interpretationsschritt sehr viele Informationen aus den anderen Schritten. Also zum einen zu, wie wurden die Daten überhaupt erhoben und welche Daten sind benutzt worden, wie wurden die weiterverarbeitet und analysiert. Und zum anderen eventuell auch, wenn ich aus den Informationen noch nicht schlau genug werde, Zugriff auf die ursprünglichen Daten, damit ich gegebenenfalls selber nachschauen kann, was es damit auf sich hat. Und an der Stelle, glaube ich, wird dann schon relativ schnell deutlich, in welche Richtung das geht, nämlich, dass man hier den direkten Bogen hat zu Forschungsdatenmanagement und wie wichtig das auch gerade für diese Data Literacy ist. Zum einen in diesem erzeugenden Zeit, wenn man, Teil, wenn man sich an den Daten Data Lifecycle orientiert, für die Datensammlung, Daten aufbereiten und analysieren, dann sind wir ja genau in dem Bereich, wo wir sagen wollen, das ist der eigene planvolle Umgang mit den Daten. Zum anderen ist es aber auch so, dass gerade dieser zweite Teil, wo es dann um Daten teilen, Daten publizieren, Daten archivieren und die Nachnutzung von Daten, das sind genau die Bereiche, die wichtig sind, wenn ich Datenprodukte anderer überhaupt kritisch hinterfragen möchte, wenn ich die Hintergründe von Ergebnissen hinterfragen möchte. Und damit sieht man schon, dass wirklich sehr viele Aktivitäten, die aus dem Datenmanagement stammen, essentiell dafür sind, dass man überhaupt kritisch mit Daten umgehen kann. Also es ist nicht nur die eigene Fähigkeit, die da wichtig ist, dass ich selber Daten managen kann, sondern eben auch, dass andere Daten managen, damit mir überhaupt ermöglicht wird, eine kritische Auseinandersetzung zu beginnen. Wohin das so ein bisschen führt, ist gerade bei wissenschaftlichen Ergebnissen, ist, man braucht mehr Transparenz. Also jegliche kritische Auseinandersetzung braucht mehr Transparenz. Und ein Ausgangspunkt dafür sind diese sogenannten FAIR-Prinzipien, die wir bestimmt in vielen anderen Zusammenhängen schon haben. Das heißt, eine gute Voraussetzung dafür, dass ich mich mit Daten auseinandersetzen kann, ist, dass die in irgendeiner Form findbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sind, damit ich damit in irgendeiner Form arbeiten kann. Was ich aber auch wichtig finde, ist, auch Open Science spielt tatsächlich in diesem Zusammenhang eine Rolle. Und zwar, wenn man mehr über Daten herausfinden möchte, und zwar vielleicht genau die Geschichten, die nicht über einen Datensatz erzählt werden. Ne? Also in jeder Publikation, in den Methodenteilen, können man natürlich nachlesen, welche Analysen gemacht wurden, um zu dem Ergebnis zu kommen. Aber vielleicht wurden ganz andere statistische Analysen gemacht, die überhaupt nicht zum selben Schluss gekommen wurden, die dann verschwiegen worden sind. Oder es gab ursprünglich eine ganz andere Hypothese, die dann geändert wurde auf Grundlage der Daten. Sowas kann ich oft gar nicht nachvollziehen, einfach nur aus den Informationen, die mir zur Verfügung stellen. Und da wären Sachen wie Open Labbook Praktiken oder auch Präregistrierung extrem hilfreich, um genau solchen Problemen entgegenzutreten. Zum Schluss nochmal als ganz kurze Zusammenfassung. Also Data Literacy an sich ist so eine große Kompetenz zum planvollen Umgang mit Daten und das die Anwendung dieser Daten und das kritische Hinterfragen. Dafür brauche ich Forschungsdatenmanagement zum einen auf meiner Seite, um aktiv eben planvoll mit den Daten umgehen zu können und auf der anderen Seite, um Daten anderer besser nachher beurteilen zu können, indem ich Zugang dazu habe und die auch verstehen kann. Und in vielen Fällen ist es so, dass die offene Verfügbarkeit von Informationen, also wie im Rahmen von Fair Data und Open Science,
extrem wertvoll sind, um das Ganze noch transparenter zu gestalten, damit man wirklich sehen kann, was wurde gemacht, wie glaubhaft sind denn die Erkenntnisse, die da gewonnen wurden und welche alternativen Interpretationen gäbe es vielleicht für die Daten, die da zur Verfügung gestellt werden. Damit bin ich am Ende des Vortrags und ich glaube auch relativ gut in der Zeit und danke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte natürlich gerne auch noch Fragen.